Ich verarsche dich nicht, also ich scheiß dir jetzt nicht in die Hände oder so. Augen zulassen, immer noch zulassen, immer noch und auf. Perfekt. Aufgeregt. Ihr habt es ja auch schon in die Idee gesehen, ich muss dazu gar nicht mehr viel sagen. Ich werde heute meinem Bruder ein neues Handy schenken. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und warum ich das jetzt eigentlich mache, weil es hat auch einen bestimmten Grund. Ich mache das nicht einfach so, was man natürlich auch machen könnte, so gar keine Frage. Ich habe meinem Bruder ja aber einfach so schon Roller geschenkt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall ab. Aber worum es eigentlich gehen soll, warum schenke ich meinem Bruder jetzt ein neues Handy? Und zwar, ganz kurz und knapp zusammengefasst, ich weiß nicht, wer von euch die Challenge gesehen hat. Ich blende sie euch jetzt mal im Hintergrund ein. Wir haben damals die Kopf- oder Zahl-Challenge gedreht und bei der Kopf- oder Zahl-Challenge habe ich dann die Challenge gestellt, dass wenn dann Sebastian oder Ben sein Handy ins Wasser werfen muss. Ja, und Ben hat die Kopf- oder Zahl-Challenge verloren und musste dann sein Handy ins Wasser werfen. Dabei ist das Handy kaputt gegangen. Offiziell war das Handy wasserfest, beziehungsweise ja, Wasser abweisen, was auch immer. Ich habe viele Freunde, die das gleiche Handy haben, die das auch im Wasser benutzen, als nichts passiert. Ist ja aber auch egal, auf jeden Fall ist das Handy kaputt gegangen. In dem Video hat man sogar noch gesehen, zuerst hat es angefangen, einfach nur so Striche auf dem Bildschirm zu zeigen und dann ist immer mehr passiert und irgendwann ging das Handy auch nicht mehr an. Geschweige denn, man konnte irgendwas daran machen, man hat nichts mehr gesehen, es hat keine Vibration gezeigt, also es ging wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich mich darüber ein bisschen informiert, was ich da machen kann. I am the one. Beziehungsweise, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, gegen Wasserschaden anzugehen, beziehungsweise den einfach reparieren zu lassen. Und da gibt es auch Möglichkeiten und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass ich online im Prinzip das Handy einfach eingeschickt habe. Ich habe online die Reparatur bezahlt, beziehungsweise einen Kostenvoranschlag und habe das Handy dann eingesendet. Und die kontrollieren das im Prinzip, stellen dann fest, okay, woran liegt es, dass das Handy kaputt ist und schreiben einem dann die wirklichen Kosten, was es kosten würde, was im Prinzip gemacht werden muss, damit das Handy wieder funktioniert. Nachdem ich das Handy dann eingesendet habe, habe ich natürlich ein bisschen gewartet und dann haben sie mir genau diesen Brief hier geschrieben, beziehungsweise diese E-Mail. Die könnt ihr auch jetzt sehen und hier steht, dass dann auf jeden Fall das Display neu gemacht hätte werden müssen, der Face ID und die Ladebüchse. Und ihr könnt ja auch sehen, dass das Display und die Ladebüchse im Prinzip von denen repariert werden können, die Face ID aber nicht, das nur Apple selbst machen kann. Und danach habe ich auch nochmal gefragt, die seht ihr jetzt eingeblendet, die E-Mail, was das Ganze kosten würde. Und die haben dann mit der E-Mail, die ihr jetzt seht, geantwortet, dass sich das Ganze auf 190 Euro im Prinzip Gesamtkosten belaufen würde, die Ladebuchse und der Bildschirm. Face ID würde aber nicht funktionieren. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wenn man Face ID hat, dann will man natürlich auch, dass sie funktioniert. Und mein Bruder hat mir auch ein bisschen leid getan. Also ich glaube, ihr könnt es auch verstehen. Mein Bruder war natürlich auch ein bisschen down, so das Handy ist für das Video kaputt gegangen. Und ich glaube, also mein Bruder war da nicht irgendwie besonders sauer oder so. Hat erstmal das Handy von meiner Schwester genommen, beziehungsweise mein ganz altes Handy. Ich habe das damals meiner Schwester gegeben und meine Schwester hat es dann E-Mails gegeben. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war er da nicht sauer. Und ich habe ihm dann gesagt, okay Ben, lass mich darum kümmern. Und ich habe dann, wie schon gesagt, alles geregelt. Letztendlich ist dazu gekommen, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ich bestelle ein neues Handy, weil wenn man kein Face ID hat, dann will man natürlich auch nicht das Handy haben. So, man kauft sich das ja auch in gewissermaßen deswegen. Natürlich auch wegen der Kamera und verschiedenen anderen Sachen. Aber jetzt ist es letztendlich dazu gekommen, dass ich das neue Handy bestellt habe. Zeig's euch mal ganz kurz. Ich hole das mal ganz kurz. Wartet ganz kurz. A few moments later. Hier ist das gute Stück. Ihr könnt sehen, hier steht auch iPhone. Ist nicht irgendwie gefaked oder so. Und ihr könnt auch sehen, hier ist sogar noch die Folie dran. Also es ist alles komplett original verpackt. Man hört auch noch die Folie. Oh. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwie vorgeschrieben wird, ich fake das oder so. Es ist ganz neu, das Handy. Und dieses Handy wird jetzt mein Bruder bekommen. Ich glaube auch allgemein nicht, dass er damit rechnet, dass er jetzt irgendwie, dass es um das Handy geht, weil, also es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Wahrscheinlich hat er das schon irgendwie in gewissermaßen nicht vergessen, aber irgendwie verdrängt, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie er auf das Handy reagieren wird. Es ist jetzt kein iPhone 12, für die das denken. Es ist ein iPhone XR geworden, weil er sich damals das iPhone X bestellt hat und ich dachte, iPhone XR ist noch ein bisschen besser. Dann kaufe ich ihm halt das. Was soll ich noch sagen, Leute? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie er reagieren wird und ich würde sagen, ich hole ihn einfach mal und dann sehen wir, wie er reagieren wird und was seine Reaction ist. Leute, ich kann euch im Prinzip dazu nur sagen, nochmal ganz kurz, also natürlich ist das ein großzügiges Geschenk, gar keine Frage, aber ihr müsst auch wissen, mein Bruder und ich, wir haben ein extrem gutes Verhältnis, wir verstehen uns extrem gut, wir machen extrem viel. Was sagst du dazu, dass ich Ben beschenken will? Findest du gut? Ich soll dir auch was schenken? Auch ein iPhone? Du willst das iPhone 12? Boah, die größte Speicherkapazität. Er kriegt von mir Frohlig. Aber wie genau das jetzt vonstatten gehen wird und wie er reagieren wird und was er sich da überhaupt dachte, das weiß ich auch nicht, Leute. Wir werden sehen. Let's go. Eine Ewigkeit später. So Leute, ich habe ihn jetzt geholt, er kommt gleich. Ich packe das Handy jetzt erstmal hier hinter, damit er das erstmal nicht sieht. So, Ben, setz dich mal hin. Nicht, dass du dich wunderst, warum hier die Softboxen aufgestellt sind. Video drehen. Nein, doch. Ich hab dir ja heute Mittag schon gesagt, du hast voll den Abdruck hier, ne? Holz gemacht gerade, deswegen. Achso. Wir müssen unserem Papa manchmal beim Holz helfen, weil wir heizen mit Holz. CO2-neutral, sehr gut. Wen juckt?
worum es eigentlich geht, soll. Ich hab dir ja gesagt, ich habe heute eine Überraschung für dich, ne? Hast du irgendeine Idee? Hast du irgendeine Idee, was wir machen, was ich im Prinzip machen könnte oder so? Nee, ich dachte, du bist lost. Wie, also, dass ich das einfach so sage, oder was? So, ich hab eine Überraschung jetzt, keine Ahnung. Ein Bett. Kriegst ein Bett? Ja, ich hab mein bestimmt ein Bett, oder? Ja, Digga, mein Gestell quietscht so. Pass auf, mach mal Augen zu, mach mal Augen zu, mach mal deine Hände auf. Ich verarsche dich nicht, also ich scheiß dir jetzt nicht in die Hände oder so. Augen zulassen, immer noch zulassen, immer noch. Und auf. Ja, genau, Digga. Was ist da dann so lustig jetzt? Ja, Digga, wahrscheinlich ist das jetzt ein Handy, Alter. Ja, da steht doch iPhone drauf. Ja, wahrscheinlich. Hast du einen Handycode oder wie? Nö. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab dein Handy ja kaputt gemacht. Irgendwie brauchst du ja auch ein neues, oder nicht? Soll ich auch machen? Nö. Mach auf, es ist deins. Digga, halt's Maul! Doch, es ist deins, Ben. Irgendwann, Digga. Ja, ich hab deins ja kaputt gemacht. Ich hab den Fans ja schon gesagt, das war ja meine Schuld. Ja, das und stimmt. Deswegen. Bist du mir schuldig, ne? Deswegen habe ich gesagt, ich musste mich ja darum kümmern. Ja, das ist heute angekommen. Aber ich kann es dir nochmal ganz kurz erklären. Ich habe das ja die ganze Zeit vor dir geheim gehalten. Ich habe ja gesagt, dass ich mich darum kümmere, was mit deinem Handy passiert. Nicht, dass das hier gleich noch runterfällt. Das rutscht jetzt schon so runter. Ich habe dir ja schon die ganze Zeit gesagt, dass ich mich um dein Handy kümmere, um dein kaputt ist, ne? Und ich habe das eingeschickt. Und die haben mir dann aber gesagt, dass die Ladebuchse, das Face ID und dass das Display kaputt ist wegen dem Wasserschaden. Ja, was? Und das Display und die Face ID, die hätten sie machen können. Aber die Ladebuchse und dein Display hätten sie machen können, aber die Face ID nicht. Das kann nur Apple Original. Und ich hätte alleine für das Display und die Ladebuchse über 200 Euro zahlen müssen. Oder knapp 200 Euro, und dann wäre Face ID noch nicht mal gegangen. Und sei mal ganz ehrlich, hättest du dein Handy wiederbekommen und es wäre Face ID nicht gegangen, wäre scheiße gewesen, oder nicht? Digga, einfach ein Handy, Digga. Ich komme gar nicht drauf klar. Ja, und dann habe ich dir halt jetzt ein neues bestellt. iPhone X Air, Digga. Danke, Alter. Kein Problem. Bruder! Junge, warum? Ja, wie schon gesagt, dein altes Handy ist ja kaputt gegangen, Leute. Und dann Digga. Muss er ja irgendwie auch ein neues bekommen, ne? Ihr könnt auch sehen, es ist alles neu, also es war gerade hier noch verpackt. Nicht, dass mir hier irgendwie vorgeschrieben wird, das ist fake oder so, ne? Das ist wirklich alles echt. Genau, da ist sogar noch die Folie drauf. Digga, was? Mal anmachen? Ja, mach mal an. Mal gucken, ob es geht. Jetzt geht's nicht an. Ja, auf einmal doch kaputt. Cool. Doch, du musst die Hülle jetzt hier vor abziehen. Leute, es gibt nichts Geileres, als eine neue Hülle davon abzuziehen. Okay, da muss ich dabei sein einfach. Allein der Startbildschirm immer schon hello. Es sieht einfach immer wild aus. Okay. Leise sein, wir müssen leise sein. Warte. Geh noch ein bisschen näher. Sie sind geistig behindert. Bonjour. Sie sind geistig behindert. Ey, Digga, danke, Mann. Kein Ding. Ehre, Alter. Junge, du schenkst mir Roller, Handy, was noch, Alter? Ja, jetzt erstmal nichts mehr, Alter. Ich muss jetzt auch erstmal, mein Konto muss ich ein bisschen erholen. Also, ein bisschen chillen müssen wir jetzt auf jeden Fall. Aber das waren auf jeden Fall nochmal zwei große Geschenke für dich, ja. Feierst du die Farbe? Wahrscheinlich wäre matt oder so geiler gewesen, ich weiß nicht. So schwarz-matt oder so. Aber irgendwie finde ich, dieses Weiße hat auch was. Du? Ja, weiß geht auch fit. Ja. Weil ich mache eh eine Hülle drauf. Ja, safe. Von daher. Leute, das war's auch mit dem Video. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, um weitere Videos von mir, aber auch von Ben oder von uns beiden zusammen nicht zu verpassen. Und Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann und bleibt natürlich alle gesund. Wir sehen uns.